Da zwinkert man zweimal und wir haben einfach schon Mitte des Jahres. Nein, doch. Und Anfang des Jahres habe ich euch ja auch immer mal wieder meine Top-Challenges vorgestellt, die man noch nicht kannte und viele von euch da draußen selber geschrieben haben. Und ich dachte mir, heute stelle ich euch ganze 5 weitere Challenges vor, die du sicherlich so noch nicht gesehen oder gehört hast und direkt wieder in die Sims 4 kreativ reinstarten kannst. Okay, let's go. Ganz wichtig, die Platzierung von 1 bis 5 hat nichts bei mir mit der Beliebtheit zu tun. Ich würde mich außerdem freuen, wenn du ein kleines und kostenloses Abo sowie ein Däumchen nach oben hier lässt. Denn ich habe ganze 72% an wiederkehrenden Nutzern auf meinem Kanal, die mich noch gar nicht abonniert haben. Das ist fatal! Mir hilft dieses kostenlose Abo, meine Arbeit hier fortzuführen und unseren Kanal wachsen zu lassen. Und außerdem sagt einer meiner Lieblings-YouTuber immer, es ist eine kostenlose Wertschätzung, über die ich mich sehr, sehr freuen würde. Wir beginnen mit der Challenge Life is Drama von Graysims. Diese tolle Challenge hat die liebe Graysims mir zugeschickt. Also auch du kannst mir gerne über E-Mail oder Instagram deine Challenge zukommen lassen. Und ich finde den Anfang schon mal sehr cool, denn sie sagt, den Satz, das Leben ist kein Ponyhof, sollten die meisten kennen. Ja, es kann recht hart sein. Deshalb spielen die meisten Friede, Freude und Eierkuchen. Allerdings mögen einige von uns, mich eingeschlossen, gerne etwas Drama im Spiel. Da habe ich mich entschieden, diese Challenge zu schreiben. Auf der ersten Seite findet ihr nun also die Grundregeln der Challenge. Sie sollten eingehalten werden. Keine Cheats, ausgenommen Bau- und Kaufmodus. Mods sind erlaubt und an manchen Stellen auch notwendig und empfohlen. Also hier schon mal sehr schön die Grundregeln auf einem Überblick. Allgemein, dass das eine Dokumentseite ist, finde ich super. Und wenn du Fragen hast, kannst du sie auch jederzeit auf Instagram, YouTube oder Discord anschreiben. Und ganz typisch ist die wundervolle Geschichte, dass du ein klassischer Problemteenager bist, der schwanger wird. Jetzt würdet ihr sagen, ja, aber da haben wir doch schon die Rex to Riches. Ja, aber da haben wir schon die Rexes. Meine Güte. Ja, da haben wir doch schon die Rex to Riches Challenge. Ich hab's geschafft. Ja, aber die ist nochmal ganz anders. Denn ihr habt hier ganze 10 Generationen, die ihr durchspielen könnt, mit wundervollen Vorgaben. Wie die Familie aussehen soll, ihr startet mit einem Mädchen, das schwanger werden soll. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist diese Mischung aus schwierigen Charakteren. Also gebt eurem Sim nicht nur Merkmale, die positiv sind, sondern immer mindestens ein negatives Merkmal. Und auch gewisse Vorgaben, auf was für ein Grundstück ihr einziehen sollt, aber zum Beispiel auch sehr gut für euch, wenn ihr zum Beispiel nur das Basisspiel habt, so könnt ihr euch auch in der Basiswelt ein 20x20 Grundstück aussuchen. Und dann habt ihr gewisse Ziele, die ihr erschaffen müsst, wie zum Beispiel bekomme das Baby und ziehe es auf, maximiere deine Fähigkeiten und optional finde den Partner fürs Leben und heirate ihn. Und dann geht es weiter in die nächste Generation und diese Einspieler finde ich immer schön, weil zwar wächst du in einem liebevollen Haus auf, dennoch fehlt es in deiner Familie an Geld. Ihr wohnt von einer Rechnung zur nächsten, immer Angst, alles zu verlieren. Und dann habt ihr wieder Anforderungen und Ziele. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Challenge aussieht, wenn ihr zum Beispiel das in einem Let's Play seht, die liebe Graysims hat diese wundervolle Challenge auf ihrem YouTube-Kanal schon gespielt. Das heißt, hier könntet ihr sogar live mal reingucken, wie sie es gespielt hat, wie sie es selber umgesetzt hat und könnt außerdem erstmal hier auf diesen wunderschönen Abo-Button klicken und auf ihrem Kanal mal vorbeischauen. Platz Nummer 4. Die Barbie Legacy Challenge. Der Barbie-Hype dank des Barbie-Films war ja sehr groß. Aber ich finde auch allgemein, Barbie ist so ein Thema für mich, was irgendwie nie endet. Und ich finde die Idee einer Barbie-Generations-Challenge super spannend. Und das hat die liebe Snooty Sims sich ausgedacht. Und da habt ihr erstmal die Möglichkeit, also ich kann euch immer empfehlen, wenn ihr wie ich Google Chrome benutzt, könnt ihr hier und auf Übersetzen gehen. Und ich habe das mal für mich hier übersetzt, denn es gibt allgemein Regeln. Hier seht ihr auch, welche Packs erforderlich sind. Das heißt, selbst wenn ihr diese Packs noch nicht habt und sagt, okay, ich bin überlegen, was ich mir als nächstes für Packs holen sollte, könntet ihr sagen, okay, ich orientiere mich an dieser Challenge und mach das. Und was ich schon mal cool finde, ist, die erste Generation ist Hausfrauen-Barbie. Da muss ich so ein bisschen lachen.
Weil Barbie ist ja dafür bekannt, dass sie extrem viele Jobs annimmt. Barbie kann ja alles sein. Und im ersten ist sie quasi der Job als Hausfrau. Und hier habt ihr dann gewisse Herausforderungen. Ihr sollt sie zum Beispiel im Cast erstellen. Ich kann euch schon mal empfehlen, also immer, wenn ihr in der EA-Galerie seid, dass ihr einfach mal hier auf Hashtag gebt und dann Barbie eingebt. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier auch am beliebtesten und Haushalte nehmen. Und dann seht ihr zum Beispiel, was es hier alles schon an Barbies gibt. Und könntet auch sagen, ihr nehmt hier schon mal eine Barbie aus dem Haushalt. Oder ihr erstellt eure eigene Barbie. Und sie muss ja noch nicht mal klischeemäßig aussehen. Lasst da eurer Kreativität freien Lauf. Ja, dann habt ihr in der ersten Bereich sowas wie erfülle das Ziel erfolgreiche Abstammung, maximiere die Erziehungs- und Kochfähigkeiten, hab mindestens so und so viele Tiere und Kinder. Dann geht's weiter in Business Barbie. Danach kommt die Tierarzt Barbie, Meeresperlen Barbie, Gymnastik Barbie und das geht runter bis Barbie im Weltraum. Ich finde diesen Mix total cool. Du hast auch direkt unten noch so ein paar, ja, CC-Sachen, die du dir runterladen kannst, wenn du Bock darauf hast, so richtig in das Barbie-Universum einzutauchen. Das habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, sie in so einen Karton gesteckt. Wer die Welt nicht kennt, wir haben nämlich auch eine Barbie-Welt gebaut mit Puppenhäusern. Das verlinke ich euch oben sowie unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne danach mal reinschauen. Und ich finde die Idee richtig, richtig cool. Und dann kannst du mal auch so farblich völlig übertreiben und mal so richtig dich in eine andere Welt reinbeamen lassen und das mal ausprobieren. Platz Nummer 3, die 100 Disney-Charaktere Challenge von der lieben Selina. Auch die hat mich angeschrieben und mir ihre wundervolle Challenge zukommen lassen. Hier hast du auch einfach ein Dokument mit allen Charakteren. Ich werde euch natürlich alle unten verlinken, damit ihr darauf zugreifen könnt. Mit 63 Seiten. Es ist einfach so, so krass. Diese Challenge endet gerade noch bei Generation 60, wird aber Stück für Stück weitergeführt. Und ihr habt halt auch mal ganz andere Sachen. Hier, Wall-E zum Beispiel, Pumba, John, Namari, Ekel von Alles steht Kopf. Also so wirklich so querbeet alles, was man hat an Charakteren. Baloo von Dschungelbuch und so weiter. Ich finde das so grandios, weil ganz oben hast du die Regeln, die immer bestehen. Und dann geht's in die erste Generation mit Aurora. Und da finde ich schon süß, du kannst dich an nicht mehr viel erinnern, nur dass du sehr lange in einem Tiefschlaf gelegen hast. Aber an eine Sache kannst du dich erinnern, an einen Mann. Und noch erstaunter bist du, als genau dieser dich wachküsst. Ihr lebt ein wundervolles Leben. Aber dann habt ihr auch so Sachen wie schminke dich jeden Tag. Schminktisch. Finde ich grandios. Und direkt geht's rüber in Merida, was total cool ist, weil du sollst zu deiner Tochter Merida ein angespanntes Verhältnis haben. Merida ist ja auch optisch ein völlig anderer Charakter. Also du gehst auch optisch in so unterschiedliche Charaktere, hast gewisse Bestreben und Berufe, in die du gehen sollst und kannst dann wirklich Stück für Stück dich in jede Facette des Spiels einleben. Und was ich eigentlich gut finde, du hast gar nicht so viel vorgegeben und da möchte ich euch bitten, lasst euch mehr aufs Spiel ein. Cheatet wenig, spult wenig vor, sondern lasst euer Spiel zum Leben erwecken. Und manchmal kommen so krasse Wendungen im Spiel, wo du denkst so, boah, das spielt mir gerade so in die Karten. Ich werde das und das einfach umsetzen. Und haltet euch natürlich an die Basisdinger, aber lebt diese Geschichte, spürt diese Geschichte, fühlt diese Geschichte und geht von Generation zu Generation. Sechste Generation, Pinocchio. Eine sehr, sehr coole Idee. Passend dazu könntet ihr auch einfach nochmal die Filme euch angucken und euch Stück für Stück in diese Welt einlassen. Oh, Magic. Platz Nummer 2, SR Slice Blank Safe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es nervt mich langsam, dass ich ein neues Spiel starte und ja, alle Welten sind immer gleich. Die gleichen Häuser, die gleichen Townies, alles ist immer so, wie es vorgegeben ist. Ja. Das ändern wir jetzt. Denn dank diesem Save-File und wenn du den in dein Spiel holst, hast du einen neuen Spielstand, der nennt sich SR Slice Blank Save. Kannst du natürlich auch umbenennen, wenn du das möchtest. Und wenn du in diesen
reingehst, sind alle deine Welten leer. Leer. Jede einzelne Welt, sogar die neueste zu vermieten Welt, ist leer. Und wenn du dann noch ganz schlau bist, gehst du hier oben auf Haushalte verwalten und da siehst du auch, dass du noch nicht mal irgendwelche Townies in deinem Spiel hast, geschweige denn andere. Du bist quasi komplett alleine in diesem Safe-File. Das ist schön. Das ist wunderschön. Das heißt, du kannst dir zur Aufgabe machen, dir eine komplett neue Welt zu schaffen. Du könntest sagen, okay, ich fange mit Willow Creek an und werde Stück für Stück entweder aus der Galerie oder auch selber Grundstücke bauen und erstellen und diese platzieren und mir eine komplett neue Welt schaffen. Sei es in Bereichen Themen, dass du in den 20er bauen willst, im Bereich Märchen, dass du Baumhäuser und andere magische Sachen bauen willst und du entscheidest auch von selber, welche neuen Townies, welche neuen Sims in deine Welt einziehen oder du sagst, ich fange an, alle meine Welten mit meiner Familie zu füllen. 100 Baby Challenge und jeder zieht auf ein anderes Grundstück. Da ist deiner Kreativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt und du kannst wirklich dir Stück für Stück, je nachdem wie viele Welten du besitzt, alles neu einkleiden und erschaffen. Also mir fallen gerade so viele Dinge ein. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was dir als allererstes einfallen würde. Und Platz Nummer 1 und diese Challenge ist mir letztens von selber gekommen. Du hast ja die Möglichkeit, mit deinem Sim in den Bereich Bücher schreiben zu gehen. Das heißt, du kannst hier auf Schreiben gehen und dann sagst du, Genrebuch Kinder. Das muss dein Sim ja Stück für Stück aufbauen und du kannst dann sagen, wie soll der Name des Buchs sein und wie würdest du dein Buch beschreiben. Es gibt ja aber auch schon im Spiel vorgefertigte Bücher, die man ja schreiben kann oder auch lesen kann. Und dafür bin ich jetzt zum Beispiel beim Debug. Und da ist mir aufgefallen, dass es ja manchmal auch Bücher gibt, die sehr interessante Beschreibungen haben. Siebengängiges Verbrechen. Ein regnerischer Abend. Eine alte Villa. Ein Abendessen zu Ehren der gehobenen Bürger von Herkstrom. Sollte ein Abend mit gutem Essen, Getränken, Salon spielen werden. Doch als gewisse Geheimnisse ans Licht kommen, erscheint ein ungebetener Gast auf der Party. Ausrufezeichen. Verbrechen. Warum spielst du diese Geschichte nicht mal nach? Endzeitstimmung. In dieser epischen Saga muss ein kleines Kind auf einem völlig zerstörten Planeten, da passt die leere Welt sehr gut, ums Überleben kämpfen. Ihr einziger Gefährte ist ihr Fisch Apokalypse. Wie ich euren Vater observierte. Kinder, diese Geschichte handelt von Corgis, einer verbindlichen Wette, sowie einer überzeugenden Blenderin, die sich als Bella Grusel ausgibt. Schnallt euch an. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Es gibt so viele coole Bücher, die ihr entweder irgendwo finden könnt oder halt auch im Debug durchgehen könnt. Und warum seid ihr nicht entweder ein sehr gruseliger Autor, der aller der großen Autoren, die es so gibt, eure Geschichte aufschreibt und sie lebt, oder euch überlegt, dass ihr hier anhand der Bücher, die euch hier schon vorgegeben sind, und es gibt übrigens mehrere Easter Eggs, wo Bella Grusel drin vorkommt, also die sollte man auf jeden Fall im Blick haben und mit einbeziehen, diese Bücher nehmt und nachspielt und auch da bitte ich euch, seid kreativ, lasst eure Sims die Geschichte miterzählen. Denn wenn ihr permanent nur Cheats eingebt, wenn ihr permanent nur vorspult, schnell, 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 schnell macht, verpasst ihr eine Menge. Also geht doch auch zum Beispiel mal in die Bereiche von den Bestreben und da haben wir ja dann auch den Bereich Bestseller-Autorin. Spielt wirklich dieses Bestreben durch. Cheatet es nicht, spielt es durch. Beschäftigt euch mit dem Belohnungsstore. Ich mache viel zu wenig damit, aber es gibt so coole Dinge, die ihr erschaffen könnt, wenn ihr euren Sim gewisse Dinge, sei es hier erfüllt oder auch hier in der Blase. Und gönnt euch Dinge, die euch im Spiel helfen können. Wie Blitzerputzer, großartige Erzählerin, Sportskanone, stets willkommen. Sehr praktisch, damit du dich einfach in jedem Haushalt, egal wo, benehmen kannst, wie du willst. Geht aus eurer Komfortzone, probiert neue Dinge aus und lasst euch von euren Sims helfen. Denn im normalen Spiel, und ich spreche da aus Erfahrung, in meinen Let's Plays, die auch hier auf YouTube existieren, haben meine Sims ganz vieles durch ihre Aktionen und die Menschen, die bei uns aufgetaucht sind vor der Haustür, miterzählt. Welches Buch würdet ihr nachspielen?
Oder welches Buch würdet ihr schreiben und dann erleben? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ja, das waren 5 Challenges und glaubt mir, ich habe noch eine Menge weitere im Repertoire, die kommen werden. Also lohnt es sich, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren und dabei zu bleiben. Und bald bringe ich auch meine selbstgeschriebene eigene Challenge raus, die du mitspielen kannst. Und zwar auch nur, wenn du das Basisspiel besitzt. Hier findest du weitere Challenges, die du noch nicht kennst. Und da empfiehlt YouTube dir ein Video. Und dann würde ich sagen, bleib kreativ, hab Spaß am Spiel und entdecke jeden Tag die Welten und die Sims neu. Fühl dich umärmelt, deine Rania. Ciao!